Willkommen zurück zu einem neuen Video und heute endlich mal wieder aus der Werkstatt. Nachdem wir uns noch ein bisschen Pause gegönnt haben, ne? Weil man hat ja noch einen richtigen Job, der geht ja ein bisschen vor. Habe ich mir heute überlegt, das Wetter ist geil, die Sonne blendet richtig. Boah, werden wir heute mal endlich mal eine neue Batterie einbauen. Wir haben uns eine neue Batterie gekauft, eine Lithium-Batterie, die nicht nur kleiner und leichter ist als ich sag mal meine Säurebatterie, die ich drin habe, sondern auch mehr Leistung hat. Und auf diese Reise nehme ich euch heute mit. Also viel Spaß und ab geht er! Da haben wir das gute Stück, eine Delo Lithium Batterie, 12 Volt, 4 Ampere. Packen wir eine Maus, gucken wir sonst mal an. Guck mal, hier oben hast du so schöne Anzeige für den Füllstand. Jo, sogar voll das Teil. Holen wir sie mal raus. Ach Gott, guck mal, wie niedlich. Was haben wir denn hier überhaupt für Abmaße, ey? Also die ist wirklich so klein und unwahrscheinlich leicht. Die ist schon mal super. Das sind irgendwelche Abstandshalter. Alter, Achtung. Schräubchens. Anleitung. Wer braucht denn eine Anleitung? Und noch mehr Schräubchens. Ja, eine ganze Menge Kram für so eine kleine Batterie. So, ich habe das Ganze jetzt hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe schon mal meine Sitzbank gelöst. Das müssen wir da nicht unbedingt mit drauf zeigen. Das ist völlig Wumpe, wie ich meine Sitzbank abbaue. Ist auch wieder mega Quälerei gewesen. Hab mir da eine Decke untergepackt, damit da mein Lack nicht so zerkratzt. Die Tasche musste ich ein bisschen beiseite nehmen. Ja, und habe auch schon den Seitendeckel offen. Hier von innen ein bisschen dreckig aus, ne? Na gut, wann macht man da von innen mal sauber? Hier haben wir unsere Zuleitung, die ich mir gebastelt habe für unsere Powerbank zum Fremdstarten. In der Alarmanlage einmal die Zündung an. Und dann nehmen wir uns den Sicherungskasten mit der Hauptsicherung. Ne? Vorher Zündung an und dann ziehen, weil sonst piept das und wird laut. Und das wollen wir nicht. So, nehmen wir das Ganze mal raus. Packen uns das mal ein bisschen beiseite. Und dann lösen wir uns erstmal den Batteriehalter. Ich wollte den Deckel nicht ganz abnehmen. Das wäre jetzt sicherlich ein bisschen einfacher gewesen. Aber wir wurschteln uns da auch so durch. Auf alle Fälle müssen wir es heute fertig kriegen, weil ich will nämlich morgen mit dem Moped fahren. So, soweit, so gut. Dann nehmen wir uns mal ein Zehnerchen. Wo ist denn der schon wieder? Da ist er. Und werden uns mal die Batterie abklemmen. Schmieden wir mal dahin. Das machen wir mal auch raus. Ach Gott, da ist nichts mit Zähne. Was habe ich denn da wieder für ein Mist eingebaut? Wie wird das hier auch immer weniger Werkzeug? Bei mir kriegt das Werkzeug manchmal ein bisschen Beine hier, glaube ich. So. Dann nehmen wir uns die auch noch ab. Und dann gucken wir uns das gleich mal an im Vergleich, denn die Säurebatterie gegenüber der Lithiumbatterie. So, holen wir uns mal ein gutes Stück hier raus. Alter, oh, Junge, 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 ist auch eine Dello. Oh, die sieht auch schon ein bisschen älter aus, ne? Dabei ist sie noch gar nicht so alt. Dabei ist die noch gar nicht so alt.
So, jetzt haben wir das mal im Vergleich. Dello-Säure-Batterie und eine Dello-Lithium-Batterie. Und Alter, so Gewichtunterschied jenseits von Gut und Böse. Und von der Größe her sowieso, da brauchen wir gar nicht drüber reden. So, dann gucken wir mal, wie wir jetzt diese kleine süße Batterie uns dort reinsetzen. Oh Gott, ist nachher viel Platz hier, ey. Wahnsinn. Da ist ja richtig viel Platz nachher. Das ist ja... Das ist schon genial. So. Natürlich toll, die Kabel wieder nicht lang genug sind. Schade, ich dachte... Hey, meine Decke. Meine Decke. Die ist so da rüber, Junge. So viel dazu. So viel dazu. Die hätte ich ja gerne ein bisschen... Gucken, dass wir das hier irgendwie drunter legen können. So. Perfekt. Und schon sind die Kabel ein bisschen weiter nach unten. Das ist ja super, ey. Richtig gut. Richtig gut. Ja, endlich mal wieder basteln. Das kam jetzt die ganzen Tage viel zu kurz. Wie gesagt, ich musste so viel arbeiten, dass das Moped ganz hinten anstand. Und das hat mich auch schon richtig geärgert. Aber nun sind wir wieder dabei. So, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Jetzt nehmen wir uns mal die ganzen Kabelchen hier. Gucken, ob wir die uns oben raufsetzen oder an der Seite ran. Da bin ich mir noch nicht so schlüssig. Erstmal Luki Luki. So, wie wollte ich das jetzt tun? Den setzen wir uns von oben rauf. Den setzen wir uns von oben rauf. So, guck mal hier mein kleines Gabelchen hier. So. Und dann trecken wir den schon mal ein bisschen an. Wo ist denn jetzt ein anderes Kabel schon wieder? Ich werde verrückt. Den hätten wir uns doch eigentlich noch da oben aufsetzen können. Eigentlich können wir da beide raufsetzen. Also ich wäre jetzt ja fast dafür, dass wir beide oben raufsetzen. Tja, das ist live und ungeschnitten hier. Lasst euch an meinen Ideen teilhaben. Guck, ich schmeiße auch alles runter. Und so muss das. Nicht wie manch andere Videos. Weißt du? Die zeigen immer nur, wie alles super funktioniert. Und das, was dann gerade so ein bisschen zum Nachdenken anregt, wo du dann 100.000 Mal überlegen musst, wie du den Mist machst, das zeigen sie nämlich nicht. So. Ich schon. Es geht. Wenn wir ihn jetzt noch da reinkriegen, dann bin ich schon zufrieden. Ja, was soll ich sagen? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, die Ratsche umstellen hier. Meine Ratschenschlüssel. Wo du natürlich nicht mehr ankommst. Das sage ich ja. Ungeschnittene Wahrheit hier. Das ist die ungeschnittene Wahrheit. Aufpassen, dass wir oben nicht in den Rahmen kommen. Ne? So. Da können wir ja nochmal mit einer langen Nuss nochmal drauf. Da fällt mein Portemonnaie schon wieder aus der Tasche. Ach ja.
Laberababer, würde ich sagen. Laberababer. So, jetzt buchsieren wir uns den hier mal irgendwie durch. Und dann trecken wir den. Ah. Nochmal ein bisschen an. Ein bisschen antrecken tun mit denen. So, lass mich raten, jetzt bin ich zu kurz. Nö. Nö, kommen wir ran. Ist wieder ein bisschen fummeln, aber wir kommen da ran. So. Ziehen wir uns ein bisschen vor. Wie ihr gesehen habt, ist auch an den Schrauben eine blaue Masse dran. Sogenannte Schraubensicherung. Die brauche ich dann jetzt nicht mehr mit aufbringen. Hätte ich aber sonst gemacht, wenn ich nicht schon drauf gewesen wäre. Weil durch diese ganzen Vibrationen sich doch die Schrauben ganz, ganz, ganz gerne einfach mal lösen. So, die trecken wir mal noch ordentlich an. Und wenn wir daran denken, na fest kommt lose. Und lose kommt nicht so gut. So, ballern wir die noch daran. Ja, ansonsten, ich habe die Batterie bei Louis bestellt. Mit allem drum und dran, mit Versandkosten. Alles, glaube ich, irgendwie 140 Euronen. Aber ich denke mir, dass sich das lohnt. Nicht nur die Gewichtseinsparung, die man da hat, sondern auch die Haltbarkeit der Batterie. Mit der Säurebatterie hatte ich jetzt in letzter Zeit immer viel Probleme gehabt. Die war auch noch gar nicht alt. Normalerweise müsste man die auch noch mal reklamieren. Ja. Die hat auch kaum, nicht mal ein Jahr gehalten. Da war die schon durch. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir jetzt verschiedene Größen. Von Unterfütterungsmaterial. Ja, man hätte jetzt auch das machen können, dass sie weiter nach oben kommt. Aber das will ich gar nicht. Also würde ich das mal sagen, wir nehmen einfach mal das alles mit. Haben auch eine Klebestelle drauf, kann man auch ankleben. Mache ich auch nicht. Belegt nicht, ich klebe nichts an meinem Moped. So, guck mal, also ein Abstandshalter dazwischen. Habe ich hier denn schon wieder für ein scheiß Kabel hingelegt. So, da ist sie schon mal vom Wegrutschen schon mal gesichert. Da passiert schon mal gar nichts. So. Jetzt nehmen wir uns hier noch einen oben rauf. So. Das ist vielleicht nicht schön, was ich gerade mache, aber das ist selten. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das sieht kein Schwein. Ne? Da darf man auch mal ein bisschen experimentieren. Guck mal, ziehen wir den hier durch. Haben wir auch den kompletten Pluspol mit abgedeckt. Also was wollen wir mehr? Siehst hier auch nichts. Genau. Guck mal, fällt mir wieder die Schraube runter. Wer kennt es nicht? Ja. So. Schrauben wir uns hier trotzdem ein bisschen fest. Zieht er sich ja hier oben auch ein bisschen. Und dann ist das gut so. Zündung haben wir noch an. Hauptsicherung knallen wir mal rein. Alles leuchtet. So, dann gucken wir, was er sagt. Ob er uns auch anspringt jetzt mit der neuen Batterie. Laut jetzt. Ja, ich würde sagen, läuft, ne? Das läuft. Ja, und das war im Prinzip schon alles, ne? Wenn man jetzt noch nicht gerade hier noch so eine blöde Tasche dort im Weg hat,
und nicht den Seitendeckel abbauen will, sage ich jetzt mal, dann ist sowas auch ganz schnell erledigt, ne? Klack, klack, fertig ist der Lack. Guck. So, jetzt bauen wir die ganzen Krempel einfach noch wieder zusammen hier. Also, in diesem Sinne war es das für heute mit Neues aus der Werkstatt. Und bis zum nächsten Mal und drin geballert. Macht's gut. Achso, ganz wichtig. Eins ist Pflicht, wenn du dieses Video guckst, du musst diesen Kanal abonnieren. Ist Pflicht. Ne? Ja, weißt du Bescheid, ne? Damit du Bescheid weißt. Bis dann. Ciao, ciao.